Ja, herzlich willkommen heute für eine neue Lektion Java für unserem TG. Guck mal heute, wie wir einen klassischen oder zwei klassischen Algorithmen aufstellen, und zwar die vom PGCD, der Plus Grand Commun Diviseur, an den PPCM, der Plus Petit Commun Multiplikator. Voilà, das ist die Lektion von heute. Man muss vielleicht gucken, wie das überhaupt raschen. Ich weiß nicht, Du ob fängst ich mal PGCD an. ja, ich weiß nicht, ob ich vorhin noch immer weiß, wie das möchte. Da holen wir Beispiele 15 und 10. Das sind die einfachen Beispiele. 15 und 10. Und dann zu sagen, was ist der größte gemeinsame Dealer von den Voilà. zwei? Ja. Das ist so intuitiv, die meisten Leute wissen, was Okay. das. Können Sie irgendwie, ob die da tut, Mistball? War 5. Voilà. Da muss man aber ein bisschen systematisch Okay, wir kommen vorgehen. nicht auf die 5, genau. Voilà. Wir können das mit Kopf ziemlich sehr erreichen. Bei kleinen Zahlen, bei großen Zahlen geht das nicht mehr. Wir müssen aber einen Algorithmus finden, den das möchte. Den nochmal geht. An den immer geht, an den für alle positiv Zahlen betonen, funktioniert. Wir lassen die negativ Zahlen weg. Ja. Die erste Frage ist, wir haben zwei Zahlen, 15 und 10. Okay, was fangen Zahlen sich auf 4 an, ausgeschlossen, die keine Diviseure sind. Wenn ich 15 an 10 gucken. Ja, alles, was mir groß ist wie 10. Ah, jo, weil 11 kann auf keinen Fall ein 11 kann Divisor nicht von 10. sein, also es muss maximal die Klang von den zwei Zahlen. Voilà, Das sehe ich die. ich die erst, wir fangen dann beim kleinsten von den zwei Zahlen. Und dann, wie möchte ich das? Nur zum Beispiel 10. Was Ja. meine ich dann als Test? Mal als Test, für zu wissen, ob ich etwas dividieren kann, haben wir schon gesehen, ne? Das Division entière, respektive der Rest von der Division, den ich testen. Naja, gewiss so, dividieren wir 15 geteilt durch 10. Ma, Antwort reicht aus, ja, R aus mit 0. Okay? Nächster Schritt, 15 geteilt durch 9. Nehmen wir mal. Ja, reicht aus verschieden von 0. 15 geteilt durch 8, ja, reicht verschieden von 0. 15 geteilt durch 7, idem. 15 geteilt durch 6, ja, 15 geteilt durch 5, ja, 15 geteilt durch 5 aus 3 reicht 0, also reicht aus 0. Wie geht das du als Test? Was muss ich noch testen? Wie das die größten aus? Ja, geht du als Test. Lass froh. Ah, nee. Problem ist, Mühenheilungen schön Zwölle gewählt, die gut funktionieren. Ich muss aber noch einmal testen, dass nicht, weil durch die 5 15 teilt, dass die 5 auch den 10 teilt. Die muss man auch dann immer testen. Das muss man immer, wenn man bis dazu fand, dann muss man Okay, auch gucken, also was den dort denn noch nicht fand, der 5, okay, mit dem fand ich dann weiter wird zu weiter. gucken, ob den 10. Okay, da fahren wir weiter. Also delen wir dann 10 durch die größten, die wir von tun. 5 reicht aus 0. Voilà. Okay, dann Da fertig. sind wir fertig. Okay, das war nur Zufall, dass es direkt den Egal. richtigen Wert war. Das muss noch so sein. Muss nicht so sein, Test. Wenn ich dann aufhänge, am Fond, ein Algorithmus, also ein bisschen mehr einfach, ich meine den Test all chaos. Auf Platz für Okay. ihn zu sichern und dann kontrolliere ich den anderen, ich möchte den Test direkt von denen zwei Test. Das Zeil möchte ich dann direkt 15 durch 10 Okay, geteilt. die do. Voilà, 14 durch 10 meine Und ich. dann machen wir Anders hier meine ich noch drin nebenrunden den 10 durch 10. 10. Du 10 durch 10. Also tut er nicht. Ja, machen wir direkt an 10 durch 10 10. durch 10. Ja. Und du hast der Rest, bei denen hast du effektiv 0. Du reicht das 0, mehr, das reicht das nicht. Voilà. 0, Und natürlich du die gehst 2 Reste müssen gleichzeitig 0 zeitlich null. sein. Dann reicht halt nicht ab. Und dann handeln wir auf Tisch. Dann meine ich das so weiter. Aber wir merken, die Dose ist schon falsch, wie bei 10 auch. Ja. Außer bei dem letzten da, Tisch der 15, 5. Ja. Da muss man das selber. Ja, dann habe ich 10, 5. 5, Und du ja. hast dann effektiv, wie viel du schon Reicht das gesagt 0 und das heißt, das heute fällt, sich selber aus. fällt sich selber aus. Jetzt Voilà. habe ich schon zwei Divisionen, die ich probiere. 10 mal reicht 0, Treffer fand. Trefferfond, voilà. Und egal wie weit fangen 12 und das funktioniert. Aber wie haben wir ab? Ah, das ist das Problem. Ah. Nun nur ein heiliger Fall, wo man Ja, besser nicht müssen, ich funktioniert. meine, ein so Fall, wo ich sage, okay, muss man zwei, drei Beispiele holen, für das du Voilà. gesagt, was geht, was Da nicht muss man geht. das dann löschen. Komm mal an. Genau. Voilà. Genau. Da will ich nicht. Und ich schneide das noch nicht raus. Okay. Dann machen wir das erste Beispiel, ein anderes Beispiel. Beispiel.
wo wir gucken, okay, das kein Diviseur, do. Das ist der schlimmste Fall. Mhm. Das ist mir 2, die sich nicht dividieren können. Ja. Da holen wir etwas ganz Einfaches, holen wir dann einfach 15 a 7. A 7, okay. Da kommen wir nach hin. Das ist mir, wenn wir denselben Algorithmus an. Wo fängt man an? Bei ja, die kleinste. 7, ja. Bei der 7. Und dann machen wir die zwei Schritte direkt parallel. Okay, dann machen wir so, wie du gedacht hast. 15 geteilt durch 7 und nebendrun 7 geteilt durch 7. Was ist dann der Rest bei den meisten? Was der Rest ist nicht 0. Nicht 0. Hier ist der Rest 0. 0, den ist gut. Okay. Wo man die Visier fand? Nein, die zwei sind nicht identisch. Voilà. Weiter geht es. 15 geteilt durch 6. Was der Rest ist nicht 0. 7 geteilt durch 6. No. Rest aus verschiedene von 0. Weiter. Ja, interessant, so 5. 5. Ja, hier ist der Rest 0. Mehr 7 geteilt durch 5. Rest aus nicht 0. Da sehen wir auch dann die Utilität für den, die 2 immer zu testen. Die 2 gleichzeitig, genau. Und dafür führen wir weiter. 15 geteilt durch 4. Rest aus nicht 0. 7 geteilt durch 4, Rest aus nicht 0. Uff. Boah, das ist langweilig. 15 geteilt durch 3, R aus 0. Voilà. Aber 7 geteilt durch 3 geht nicht ab. Rest aus verschiedene von 0. So, da kommen wir bei 2. Na, Rest aus verschiedene von 0. 7 geteilt durch 2 ist auch nicht okay. So. Und dann 15 geteilt durch 1. Ja, 15 geteilt durch 1, das ist ein interessanter Fall. Hier ist der Rest selbstverständlich 0. Und noch 7 durch 1 geht auch. Und dann sind wir fertig. Nein, Rest aus 0. Rest aus 0. Ja, das ist immer ein Problem. Ja? Das ist immer ein Problem, ganz genau. Wenn ich nämlich durch 1 dividieren kann, dann haben wir ein Problem. Rest aus effektiv 0. Ja. So, okay, Rest aus 0, mehr, was ist dann der größte gemeinsame Teil? Aber 1 muss immer gehen, 1 aus dem strikten Minimum. Das ist die Altzahl, kann durch 1 teilbar sein. So, okay, das ist also eine Aufbruchbedingung. Das ist die Mühe, die automatisch fand, durch einen Algorithmus, das ist, wenn wir den richtig bauen, haben wir den automatisch die Aufbruchbedingung direkt dran. Das ist, wir wissen, wenn wir bei der kleinsten Zahl aufhängen, ja. Das ist, wenn wir bei der kleinste, der Minimum aufhängen, an zählen, okay, ist 1 auf, Komma, irgendwann, sicher, ob 1. Okay. Und da wissen wir dann, allzu durch 1 teilbar ist, da wissen wir als PGCD, als am schlimmsten Fall 1. Okay. Das ist mir alles, was muss funktionieren, für das zu programmieren. Das ist mir fängt bei Minimum, aber wir zählen einfach auf, ich meine, ich würde freiwillig aufzählen, wenn man das schon sehen, dass sie schleifen, und wir versuchen, das Lohm Java zu programmieren. Ja, ja, man denkt, aber einsteift, ne? Ja. Oder? Können wir ein Fahrer gebrauchen? Da hat er sehr gut froh. Nein, weil deine Bedingung ist nicht bekannt am Anfang. Ganz genau. Hi, haben wir ein Beispiel von 7 bis 1. Ja. Viertel hatten wir ein Beispiel von 10 bis 5. Ja, also nicht bis 1. Ja, du musst viertel abgehalten, ne? Und aufbrechen von einer Vorschleife, das ist nicht das, was wir so machen. Ganz genau. Wir haben hier ein bisschen mehr Einfahrt. Ja, ich meine, das direkt, hängen Sie, komm. Naja, willst schon. Wird schon Spaß. Ja. Voilà, das ist programmieren dann nur eine ganz schöne Methode. Public, es geht mal, wir schaffen nur mit ganz Zahlen. Compute, PGCD, man muss man zwar auf Englisch schreiben, schon so heute zwar auf Französisch geschrieben, dass in den nicht vergisst. Okay. Mit der richtigen Nummer ist GCD. Greatest Common Division. Ganz genau. Und wir nennen den Search, wir werden Search, das ist eine Methode, wir sichern. Und ich habe das im Gesinn, wir sichern die 7, wir sichern die kleinsten. Das ist wirklich eine Suchfunktion. Wenn ja, ja. Wir nennen den einfach dann auch Search. Was für ein Wert, was steht hier als Parameter? Das ist bekannt, Parameter PA, PB. Und dann fängt man an. Okay. Du hast nicht Extras, ich fange dann noch unten eine kleine Variable, GCD. Ich weiß noch nicht, mit was ich die soll initialisieren. Da sind wir an Return GCD. D'accord? Das ist einfach ein normales Resultat von einer Methode. Okay. So. Bon, was haben wir gesagt? Wenn ich mit was fängt also PGCD an? Bei der Dicht, was muss du brauchst die Klang von den zwei Zahlen, also musst du die bestimmen. Ganz genau. Deswegen kann ich dann heute die Klangste bestimmt.
Es gibt pure Methode für das zu machen. Ich meine, die Alf einfachste, die da darf gebrauchen, Jitfren darf gebrauchen, das, für die kleinste Stimmen. War die Methode aus dem Math Package dem Min, ja? Ganz genau. Math Min für P A P B. Der Stimme hat eine Methode, die man automatisch die kleinste möchte. Mhm. Voilà. Und da bauen wir einen Klang. Wildschleif, was brauche ich für einen Wildschleif? Wild, Klammer hopp, Klammer zu. Der Block, ich brauche einen Zählvariabel, ne? Ganz genau, ich nenne den I für uns zu fangen. Was muss initialisiert gehen? Den I als Startwert. Doch. Ich meine, so ähnlich. Das hängt nur ganz davon ab, wie sie es bauen, ja? Ja, ich meine, aber ich meine, was leben wir einfach. Ich meine, der GCD als Zählvariable. Für was, wenn wir sich in der GCD an den gibt, ja. Und das ist nur speziell, ja. Ja, wenn wir gesehen haben, in unserem, heißt denn dann der GCD. Und ich ziehe den Ruf direkt gesehen. Da habe ich direkt richtig. Das ist richtig. Das Schleifvariable. Voilà. Mhm. Ich kann doch den I gebrauchen und am Schluss eurem GCD als gleich I. Ja, da kannst du direkt dann. Voilà. Ja, dann hast du Kopf gesprungen. Ne? Der GCD als Zählvariable. Das okay. Zählvariable. Test 3, GCD ist gleich GCD minus 10. Das hat man ja im Algorithmus festgehalten. Ja, du zählst drauf, ja. Zählst drauf. Machen wir nachher etwas an unserem Algorithmus? Nein. Das läuft mir schwer als Kondition. Ja, die muss gut gewählt sein. Die muss ganz gut gewählt sein. Wie gesagt, dafür ist die heutige Zeichnung wichtig, wir halten ab, wenn der Rest von der Division 0 ist, bei denen 2 Fall. Ja. D'accord? Mhm. Dann halten wir ab. Mhm. Abgepasst. Heißt mir an einer Wildschleife. Ja, er muss ab 2 sein. Wenn er ist, muss den raufzählen. Wenn er ist, muss er zählen. Nicht umgedreht, ja? Nicht umgedreht. Das wäre ein kleines Problem. Das ist eine Kondition der Kontinuation, okay. Und nicht eine Kondition d'Arrêt. Das ist ganz gefährlich. Also die zwei Sachen müssen verschiedene von 0 sein gleichzeitig. Ja. Ich muss dann probieren. Wenn du nicht sicher hast, kann ich probieren. Nicht starten. Ich muss sicher sein, dass es geht. Nicht, dass ich ein endlos schleife. Ja, ich muss mal am Kabi verlieren. Ja. Probieren wir mal. Ich probiere schon mal. Was sicher ist, PA Prozent GCD. Nur das testen ist, ob mein Echtzwell durch GCD dehlbar ist. Das wissen wir. Okay. Ja. Wenn das du ein dehlbar ist, an das ist PB GCD auch dehlbar aus. Da muss das abhalten. Ja. Ich will aber irgendwie gedrehte Logik machen. Da machen wir für drin. Entweder machen wir nicht für drin. Das ist eine Methode. Die Leute, die das nicht geben, das geht kompliziert. Nein, fand ich mir einfach. Das genau der Kontrast von dem, voilà. Was du gerade hast. Und du hast ein Ant, ja gut, da brauchst du nicht zu überlegen. Du brauchst nicht zu überlegen. Wo ist mein Pipe? Mein Oder? Wo ist mein Oder? Alt Shift 7. Voilà. Oder? Verschiedene von 0. Das kann man auch von einem. Ja. Ich will dir noch weisen. Okay. Wir gehen ran, wann den heute verschieden von 0 ist. Ja, da wissen wir sicher, dass wir keine GCD von tun. Den hast du verschieden von 0. Ja, da muss man rangehen. Wenn den heute verschieden von 0 ist, ja, da muss man auch rangehen. Auch wenn den heute zum Beispiel passt, den heute passt, mit den heute passt nicht, dann muss man an den Schleifer rangehen. Ja. Das kann auch so überlegen. Wenn den heute die Division nicht stimmt, dann muss ich rangehen. Oder wenn die heute die Division nicht stimmt, dann muss ich auch rangehen. Okay. Es kann den, schreiben das dann hier, wenn für die können. Ja, die andere Solution. Die andere Solution. Die ist selbstverständlich auch akzeptabel. GCD aus 0. Vernehme ich einfach, mit der das war fair de goût. Das ist fair de goût und sie vielleicht in der Not nicht gern, weil sie fanden die schwer. Okay, bon. Okay. Ja, gut. Das hast du ja nicht gesagt, ob Anhieb so und den anderen gesagt, ob Anhieb. Mit der können observieren daraus, die zwei Operationen sind mathematisch gewählt. Wann die Leute zwei identisch. Kein Spaß für die, die wollen, aus mir schreien. Voilà. Okay, wunderbar. Voilà. Okay, das war das schwerste Teil, ne? Definitiv. Ne? Das war das für schwerste. Die Wahl hatte die Aufbruchbedingungen voilà. Durchfahren. Die heutigen Bedingungen zu spannen, also schwer. Froh, also das dient sich. Prinzip ja. Wenn du gesehen, dann halt ob. Stimmt, dann halt ob bei Ihnen das, also brauche ich jetzt Tasten, aber nicht groß wie Ihnen das. Okay, wenn okay, das ist das, was dann durchfährt. Das fehlt schon, den Algorithmus funktioniert. Ja. Ich habe aber vierter gesagt, wir sind bei Positivzwellen. Und es gibt ein Zwell an der Positivzwellen, die also ein bisschen speziell. Ja, das ist der Null. Ja, den darf man natürlich. Der Null ist ganz speziell und du musst ihn mathematisch okay, die müssen Bedingungen also aufhängen. Ne? Die muss man direkt aufhängen. Und, so kein von den zwei Zwellen darf Null sein, ne?
Wann ein von denen zwei der passt, oder die andere. Voilà, mhm. Das muss man abhalten. Und da geht es vor Möglichkeiten. Ich will auch einen präsentieren. Das, wenn der GCD 0 ist, das ist der kleinste von denen 0 ist. Wir haben keine Negativzahlen. Mhm. Das ist dann das ein von denen 0. Das ist das Resultat automatisch, per Definition Mathematik, so nicht, als die größte. Das ist eine mathematische Definition. Ach so, okay. Ja, ja gut, das musst du wissen. Muss ich wissen. Mhm. Das kann noch herausfinden. Ja. Mhm. Ich hatte 0 von 4 ausgeschlossen. Nein. Das ist das, ist, das ist Kinder, wenn man so. Das ist im Prinzip okay. Gedacht, mhm. Das ist eine Definition. Okay, das ist gut. Wenn die 2 dann 0 sind, ja, da kriege ich auch 0 raus. Das ist das Minimum und das Maximum identisch, die 2 sind ja 0, da kriege ich 0 raus. Wenn e von denen 0 ist, ja, dann ist das Resultat die 1 2. Das ist eine mathematische Definition, und da muss man dann auch können schaffen. Mhm. Voilà. Okay, und das wäre dann die Methode, die ich kann selber finden, die vom PGCD, ja? Die machen wir. Ich probiere aber ein zu kompilieren, ein ja, zu probieren. Ja. Wir haben ja schon 2 Fälle. Voilà. Ich kompiliere den mal. Dann habe ich einen kleinen Objekt. Und wir probieren die Fälle, die wir schon getestet haben. Die meisten kennen wir, wenn es gut geht. Ja. Probieren wir dann den mit der Kondition. 4 drin. 15 auf 7. Ja, probieren wir 18 auf 12. 18. 18 auf 12. Das muss da rausgehen. 6. Ja. Probieren wir mit 0. Typischerweise sind die Werte, die als Anomie sehr machen. 0 und 3, par Definition 3. Mhm. Also an 3 an 0? Ah, 3 an 0. Ja, war schon da schon, ne? 3 an 0, 3 und 4 spielt im Prinzip keine Rolle. Voilà. Da sind wir die Größe, die dann rauskommt. Mhm. Und kann noch probieren mit 0, 0. 0, 0. 0. Ja. Voilà. Sehr gut. Okay, das wird für den nächsten Teil von diesem Problem. Der PGCD-Algorithmus, so bei einer Methode, die ich selber von den solchen Beispielen habe, ich dann überlegt.